Glückwunsch an Birger und sein Team. Jetzt können sie feiern, das haben sie sich verdient. Ja, 26-23, die SG Banská Bystrica konnte das Spiel also gewinnen in der MV-Liga. Bei mir habe ich jetzt den ehemaligen Spieler der SG Banská oder damals noch Banská SV, Ingo Heinze. Du hast das Spiel heute verfolgt. Wie begeistert bist du von deinen ehemaligen Kollegen, die jetzt ja nur souverän an der Spitze der Tabelle stehen? Ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg. Ja, es war ein bisschen schwere Kost heute, fand ich. Also sie haben sich ganz schön schwer getan. Das sind so ein, zwei Sachen, die ich hätte vielleicht anders gemacht. Muss ich ehrlich mal gestehen, dass Bürger noch ein bisschen jung. Ich will ihn ja nicht, den Taktikfuchs ja nicht kritisieren, aber ansonsten haben gewonnen. Sind auch nur zwei Punkte, letztendlich ist es egal. Mal gucken, dass sie jetzt auch in der Liga oben sind, das erwarte ich von der Mannschaft. Weil ich denke, mit der Mannschaft müssen sie oben stehen. Und wenn sie es wollen, werden sie auch einen Aufstieg schaffen. Und dann mal gucken. Ja, ist ja schon ein paar Jahre her, dass du hier gespielt hast. Inzwischen ist einiges passiert. Man ist umgezogen. Letztes Jahr wäre man eigentlich abgestiegen, was man, wie du sagst, mit der Mannschaft eigentlich nicht darf. Jetzt hat man sich wieder gefangen. Wie oft bist du hier und wie gern bist du hier gesehen auch? Letztendlich, wir wissen natürlich, du bist sehr gern gesehen hier. Oberliga-Torschützenkönig gewesen für den Banská SV. Wie gern kommst du her? Ja, das ist alles schon ein Weilchen her, aber ich habe halt immer noch meine Freunde hier. Das sind noch Weggefährten von mir, mit denen ich auch privat zu tun habe. Wenn es meine Zeit zulässt, komme ich auch öfter mal gerne her. Das ist dieses Jahr noch nicht so oft möglich gewesen. Es macht Spaß, die Jungs nochmal zu sehen, so mit denen was zu verbringen. Es ist auch hin und wieder mal ein bisschen lustig und ein bisschen Emotionen sind ja auch dabei, weil man hat ja ein paar Jahre hier im Verein verbracht. Das macht, wenn ich es schaffe, dann komme ich her, es macht Spaß, aber so oft ist es nicht möglich. Ja, du sagst selber, es ist nicht oft möglich, selber handballerisch aktiv. Wie läuft es zurzeit bei dir? Ja, ein bisschen Schwierigkeiten gehabt zum Anfang der Saison, so reinzukommen. Mittlerweile geht es ganz gut, also es wird zumindest immer besser. Wir haben jetzt ein paar schwierige Spiele, die wir aber alle gewinnen wollen. Und dann mal gucken. Also die Saison ist noch lang und ich hoffe, es wird immer besser und dann schaffen wir das zum Ende auch. Ja, können wir ja kurz darauf eingehen. Spiel morgen gegen Magdeburg 2. Wie schwierig wird das für euch? Ja, das ist eine ganz junge Mannschaft. Also sie stehen als Absteiger schon fest, weil sie nächstes Jahr nicht zweite Liga spielen dürfen. Also bei denen geht das, die kommen einfach her ohne Druck, ohne alles. Die werden volle Granate geben. Und das sind alles junge Spieler, die sich beweisen wollen. Das ist schon nicht so ganz einfach. Wir müssen aber mit vollem Elan gegenhalten und dann unsere Heimstrecke und dann sollten wir das eigentlich auch schaffen. Ja, wann ist das Spiel dann morgen? Wir spielen morgen 18 Uhr. Ja, dann vielleicht verirrt sich ja der ein oder andere Zuschauer, vielleicht auch nach dem Spiel von Grün-Weiß-Schwerin, was wir hier vorher zeigen beim Derby gegen den Mecklenburger SV, dann in die Sport- und Kongresshalle. Unterstützt euch ein bisschen beim Kampf in der zweiten Liga, um die eingleisige zweite Liga, um die spielt ihr ja. Und ich wünsche euch dabei viel Erfolg morgen und natürlich auch den Rest der Saison, dass ihr euer Ziel erreicht und dir natürlich, dass du gesund bleibst. Man hat ja gehört, am Ende der Saison hat es nicht ganz so bei dir gelaufen. Viel Glück, Ingo Heinze. Vielen Dank fürs Interview. Ja, das Spiel ist vorbei, 26, 23, sagte sie eben schon mal. Bei mir habe ich jetzt beide Trainer, Gerald Hein und Bürger Fründ. Es war ein spannendes Spiel, was man sich von einem Spitzenspiel erwarten darf. Unterm Strich habt ihr mit 3 verloren. Hier kann man trotz alledem zufrieden sein? Ja, sicherlich. Also zum Ende hin, denke ich mal, die zweite Halbzeit, die sprach eigentlich für uns. Da gewinnen wir 16-12. Das heißt natürlich, in der ersten Halbzeit haben wir auch einfach zu wenig im Angriff getan. Und mit der Deckungsleistung kann man in der ersten Halbzeit natürlich auch nicht zufrieden sein. Und von der Warte her sind wir natürlich nicht ganz zufrieden. Sicherlich, also wir hätten hier schon gerne einen Punkt geholt oder auch zwei. Und das war auch drin. Wie gesagt, man hat es gesehen, die zweite Halbzeit gewinnen wir mit 16-12. Der Halbzeitstand war 14-7, das war einfach zu hoch. Daher mussten wir natürlich in der zweiten Halbzeit natürlich erstmal diesen ganzen Torvorsprung aufholen. Und es geht natürlich auch an die Kräfte. Und wenn man dann natürlich mit dem Kader herfährt von 10 Mann, ist das natürlich auch schwierig, da irgendwo erstmal 7 Tore aufzuholen. Und von der Warte her bin ich mit der zweiten Halbzeit natürlich recht zufrieden. Also sehr zufrieden, weil wie gesagt, die dominieren wir mit 4 Toren. Ja, er sagt es gerade, die erste Halbzeit deutlich letztendlich gewonnen. Die zweite Halbzeit
zu Recht verloren. Kann man das so zusammenfassen? Ja. Ja, mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen. Nee, erste Halbzeit war das eigentlich so, wie wir uns ein Spiel auch vorstellen. Wenn wir nicht kurze Deckung bekommen etc., dann können wir unser Spiel halt aufziehen. Auch mal ein, zwei schnelle Bälle haben wir auch nach vorne gespielt. So sehen wir auch gut aus. Zweite Halbzeit. Gut, wir haben damit gerechnet. Wir haben gegen Ribnitz damit schon gerechnet. Da haben die es ja auch gespielt, ein 4-0-2 gegen uns. Und eigentlich trainieren wir das auch im Training ausgiebig. Eine 4-gegen-4-Situation, dass wir da wirklich, weil mehr Platz hast du im Handball nicht. Und das war wirklich miserabel umgesetzt, zweite Halbzeit. Also wir haben wirklich nachher glücklich gewonnen. Ich glaube, noch 10 Minuten länger und dann weiß ich nicht, ob wir heute gewonnen hätten. Ja, wir haben es beobachtet. Ihr habt den Stefan Förster auf Güstrower Seite nie so richtig in den Griff bekommen. Woran lag das? Na gut, Fussel, der ist schon ein Urgestein hier in der Liga mittlerweile und hat ja auch mal höherklassig gespielt. Also das sieht man auch, er ist ein absolut klasse Handballer, auch noch im halbhohen Halter jetzt bei ihm. Bringt da die Erfahrung auch mit rein und das ist halt so der Unterschied. Also den nehmen wir auch kurz, aber ich sehe ihn trotzdem in der zweiten Halbzeit, wirft da viele Tore. Und von meinen beiden Halbspielern, da ist einfach zu wenig Eigeninitiative gewesen. Die ruhen sich aus auf ihrer Manndeckung und da passiert einfach zu wenig. Und das müssen wir sicherlich abstellen, weil nochmal so ein Spiel und dann kriege ich einen Herzinfarkt, glaube ich. Also. Das wollen wir natürlich nicht, aber man hat es gesehen, ihr habt das Deckungssystem zur zweiten Halbzeit umgestellt. Erst auf ein 4-0-2, wie Bürger sagt, später sogar auf ein 3-0-3. Und so richtig wusste Bansko damit nichts anzufangen. Ist man da super zufrieden als Trainer oder was kann man da verbessern noch? Nee, also wie gesagt, es ist schon angesagt worden. Also wie gesagt, die zweite Halbzeit, da bin ich natürlich zufrieden mit. Weil wie gesagt, wenn man von 0-0 ausgeht, dann gewinnen wir die 16-12. Und sicherlich, wir haben ein 4-2 gespielt, wir haben die 13 und die 14, den Klütermann und den Wach erst rausgenommen. Und da hat man ja auch gesehen, dass das Spiel schon von den Bandscorern, ich will nicht sagen eingeschlafen ist, aber es war halt schon ein bisschen einfallslos im Angriff. Und dann im Endeffekt hatte ich mir nachher entschieden, ich glaube so ungefähr, ich sag 7-8 Minuten vorm Schluss ungefähr die 25 nochmal rauszunehmen. Das war meiner Meinung nach einer noch derjenigen Spieler, der vorne im 1-1 sehr viel gemacht hat und halt die anderen drei Mitspieler noch gut in Szene gesetzt haben. Oder hat. Und von der Warte her dachte ich, spielen wir ein 3-3. Und wie gesagt, die Taktik ist eigentlich so in der zweiten Halbzeit auch aufgegangen. Aber wie gesagt, ja, der Vorsprung aus der ersten Halbzeit, ein 14-7, war auch einfach zu groß. Und wie gesagt, wenn man dann halt auch jetzt nicht so einen breiten Kader hat, wo man sagen kann, okay, man wechselt nochmal, ich sage jetzt mal, zwei, drei Leute aus, um Luft zu holen oder so, ist das natürlich schwierig, da irgendwo jetzt diese 7 Tore aufzuholen. Also von der Warte her sind wir eigentlich mit dem Ergebnis jetzt von der zweiten Halbzeit, so wie gesagt, sehr zufrieden. Und darauf müssen wir aufbauen. Nun haben wir festgestellt, ihr habt im ganzen Spiel ganze 2,7 Meter gehabt. Ist das zu wenig für ein Spiel? Das liegt ja nicht unbedingt an der Mannschaft oder so. Also wie gesagt, die Schiedsrichterleistung an sich heute, denke ich mal, war heute einfach miserabel. Teilweise auf beiden Seiten, aber ich denke mal, unsere Seite her, nicht weil wir jetzt verloren haben, war das schon so ein bisschen herauszusehen, dass wenn man in der 55. Minute den ersten 7 Meter bekommt, wo Bansko Lezen schon 5 hinter sich hat, spricht das natürlich für sich. Ne? Und wie gesagt, wenn auch Deckungsspieler dann einen halben Meter im Kreis stehen und es wird nur 9 Meter gepfiffen, wie gesagt, also es musste immer auf beiden Seiten gepfiffen werden und das war halt heute nicht ganz der Fall. Von der Warte her sind wir mit der Schiedsrichterleistung auch nicht zufrieden und das trägt natürlich alles ein bisschen dazu bei. Es ist nicht ausschlaggebend, aber es trägt halt alles dazu bei. Ja, das Gleiche würde natürlich heißen, hat der Deckungsverbund gut gearbeitet, wenn man nur 2,7 Meter gegen sich kriegt? Ja, die Abwehr grundsätzlich, die war in Ordnung. Auch die offensivere Variante mit Abstrichen natürlich, zweite Halbzeit, weil wir, wie gesagt, Fussel halt kaum in den Griff gekriegt haben und das war eigentlich die Marschroute gewesen für die zweite Halbzeit, dass wir über unsere offensive Deckung genauso den Spielfluss, den Güstrower nehmen, wie sie es bei uns geschafft haben. Das haben wir nicht so gut hingekriegt. Ansonsten, die Abwehr gerade in der ersten Halbzeit bin ich sehr zufrieden gewesen. Und ich sehe es ein bisschen anders. Ich fand die Schiris, die haben da ihren Stiefel ganz solide runtergepfiffen. Auch ich habe mich über ein, zwei Sachen aufgeregt, aber das ist normal. Also ich fand, das waren vernünftige Schiedsrichter heute, die wir hier hatten. Ja, müsste man sagen, wir haben unterwegs festgestellt, ihr habt... Hendrik Strauß hat so 5 Minuten vor Schluss mal wieder getroffen. Es wurde viel zu wenig getroffen. Auch in der ersten Halbzeit wurde schon viel zu viel verworfen, hatte ich den Eindruck. Siehst du das auch so? Ja, also okay, 14 Tore ist okay eigentlich in der ersten Halbzeit. Da lebte das Spiel auch mehr wirklich über die Abwehr rein oder vielmehr über unsere in dem Moment. Von daher war ich da eigentlich schon zufrieden. Sicherlich sind da Punkte dabei. Wir kennen den Torwart ja auch schon seit einigen Jahren. Wir wissen, was der für ein Schussbild hat. Und wenn angesagt ist, in die lange Ecke zu werfen und permanent kurz, dann, ja, dann muss man sich nicht wundern, wenn der eine oder andere halt nicht reingeht. Ne? Also gut, aber sonst
ja, wie gesagt, erste Halbzeit war gut und zweite Halbzeit war wirklich schlecht. In der Summe haben wir glücklich gewonnen und das nehmen wir heute mit. Ja, das kann man so mitnehmen. Jetzt hat man als Tabellenzweiter ist man jetzt hier gescheitert. Man kann davon ausgehen, dass das nicht zum Tabellenplatz 2 reichen wird jetzt für Güstrow. Nimmt man auch nicht so wild, wie man gerade sieht. Wo geht's für euch weiter? Ja, wie gesagt, wir knüpfen jetzt an die Leistung von Alten Treptow und hier von der zweiten Halbzeit an. Und wie gesagt, das Ziel ist es auch nicht vom Güstrower V irgendwo da Tabellenerster oder wie gesagt zu werden. Wie gesagt, dafür ist der Kader recht klein, man hat es gesehen. Also unser Kader umfasst jetzt zur Zeit auch nur einen Torwart. Und von der Warte her machen wir das mit den Leuten, sag ich mal, die da sind, versuchen wir das Beste draus zu machen und konzentrieren uns somit auf das nächste Spiel. Das ist zu Hause gegen Bützow. Es wird auch wieder ein sehr hartes Spiel, ein aggressives Spiel. Das ist ein Derby, das kennt jeder. Und von der Warte her gucken wir einfach von Spieltag zu Spieltag und dann müssen wir gucken, wo wir jetzt am Ende stehen. Also wie gesagt, wir legen die Messlatte da nicht sehr hoch. Wie gesagt, wir gucken von Spieltag zu Spieltag und da müssen wir gucken, was dabei rauskommt. Aber ansonsten, wie gesagt, von der zweiten Halbzeit hier, von der Leistung können wir sehr zufrieden sein und da knüpfen wir natürlich an. Ja, wo geht es denn hin mit dem Güstrower HV? Welche Ziele hat man sich so im Verein gesteckt, jetzt auch auf etwas längere Sicht gesehen? Ja, also wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt, ich sag jetzt mal 2012 oder 2013 da irgendwo in der Ostsee-Spreeliga spielen wollen. Das ist erstmal nicht angedacht. Da guckt man auch von Jahr zu Jahr, da plant man von Jahr zu Jahr. Wie gesagt, auch mit den Sponsoren, da muss man gucken, was für Gelder da vorhanden sind. Und da muss man sehen, was dann dabei umgesetzt wird oder eben daraus gemacht wird. Wie gesagt, jetzt konzentrieren wir uns eindeutig auf diese Saison. Das Ziel ist erstmal die Oberliga zu halten oder die MV-Liga. Und da muss man gucken, wo man jetzt zum Saisonende steht. Und dann wird geplant für die nächste Saison. Ja, dann wünschen wir euch dabei viel Glück, auch fürs nächste Spiel gegen Güstrow und natürlich auch für den Rest der Saison. Und dasselbe natürlich, er hat es gerade angesprochen, Alten Treptow, das ist die nächste Aufgabe für euch. Was machst du besser als zum Spiel heute? Es sind ja auch zwei unterschiedliche Gegner, ne? Also das muss man ja auch mal sagen. Ich finde schon, dass Güstrow einen anderen Handball spielt als Alten Treptow. Das muss nicht besser oder schlechter sein, aber es läuft halt ein bisschen anders. Schön ist, dass wir wieder ein Heimspiel haben, wie so viele jetzt in der Hinserie. Das kommt uns sicherlich auch zugute. Ich werde die Mannschaft sicherlich darauf einstellen. Die werden sicherlich auch relativ offensiv gegen unsere Rückraumspieler spielen. Ich hoffe, dass wir es da besser umsetzen als heute in der zweiten Hälfte. Und dann ist da mit Sicherheit auch wieder ein Heimsieg drin. Ja, sagt es gerade sehr, sehr viele Heimspiele hier in der Hinrunde. Wird das schwierig für euch in der Rückserie, wenn man ständig auswärts ran muss? Mit Sicherheit. Also das ist uns allen bewusst. Wir sind dankbar und froh über jeden Punkt, den wir zu Hause jetzt mitnehmen können. Wir haben jetzt zwar eine weiße Weste, 14:0 Punkte, sieht klasse aus, aber da weiß jeder Bescheid, dass wir noch ganz viele schwere Auswärtsspiele auch am Stück haben in der Rückserie. Und ja, deswegen, wir werden noch den einen oder anderen Punkt liegen lassen, das ist ganz normal. Deswegen sind wir erstmal froh, wo wir jetzt stehen und denken von Spiel zu Spiel, eine alte Floskel. Ja, dann wünschen wir euch natürlich viel Erfolg dabei. Ihr könnt die Lüger noch von oben grüßen. Genießt den Platz an der Sonne. Viel Glück beim nächsten Spiel gegen Alten Treptow und natürlich auch für den Rest der Saison. Ihnen danke ich fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Sendung von Sport in Schwerin.